jetzt die Spitzen der Parlamentsparteien im Sommergespräch mit Simone Striebel. Montagabend, Zeit für die Sommergespräche in diesem Ausnahmesommer 2020. Herzlich willkommen hier am Reisenberg in Wien zum fünften und letzten Sommergespräch. Bei mir ist heute Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz zu Gast. Er hätte sich das letzte Jahr wohl auch anders vorgestellt. Die türkis-grüne Koalition war nur wenige Wochen im Amt. Schon gab es nur ein Thema, die Corona-Krise und damit Ausgangsbeschränkungen, Milliardenhilfen für die Wirtschaft und Kritik von der Opposition an der noch neuen türkis-grünen Allianz. Es ist uns gelungen, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Nach Aufkündigung von zwei Regierungen mit zwei Parteien in zwei Jahren betritt ÖVP-Chef Sebastian Kurz zu Neujahr politisches Neuland und bildet die erste Bundesregierung mit den Grünen. Aus der türkisen Welt kommt ein Reizthema für die Grünen. Wir haben uns daher im Regierungsprogramm auf die Sicherungshaft verständigt. Diese wird auch kommen. Beim Thema Asyl geht die ÖVP auf Nummer sicher. Im Krisenfall, wenn es notwendig ist und wir uns nicht einigen können, könnten wir andere Mehrheiten im Parlament suchen. Ein Krisenfall kommt tatsächlich. Es gibt nur drei Gründe, das Haus zu verlassen. Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist. Wiederauferstehung nach Ostern. Corona schweißt die Regierung zusammen, argumentiert wird im Gleichschritt. Der anfängliche Schulterschluss mit der Opposition, willkommen, Kritik wird weggewischt. Ob das alles auf Punkt und Beistrich in Ordnung war oder nicht, das wird dann am Ende des Tages der Verfassungsgerichtshof entscheiden. Der ÖVP-Traum vom Nulldefizit wird geopfert. Koste es, was es wolle. Money, money, money. Die Kommunikation verwirrender Verordnungen bleibt dem Regierungspartner. Und ein Hauch von Wien-Wahlkampf. Die ÖVP kritisiert die Corona-Zahlen in der SPÖ-regierten Bundeshauptstadt. Eine Mahnung an die Stadt Wien. Doch die Mahnungen reichen nicht bis ins Kleinwalsertal. Ich bitte euch alle, ein bisschen an Abstand zu halten. Jetzt geht es darum, wieder eine Route zu schließen. Das Virus kommt über die Grenze nach Österreich, es kommt mit dem Auto. Nicht alle haben den empfohlenen Österreich-Urlaub eingehalten. Herzlich willkommen, ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bundeskanzler, am 1. Jänner haben Sie sich mit Werner Kogler auf die gemeinsame Koalition geeinigt. An diesem Tag, ich hatte Dienst, gab es auch eine Meldung in den Nachrichtenagenturen, mysteriöse Lungenkrankheit in China aufgetaucht. Eine Meldung, die dann das ganze Jahr geprägt hat, auch Ihre Politik, Österreich, die ganze Welt. Wann haben Sie gewusst, jetzt wird alles anders? Also am 1. Jänner definitiv noch nicht. Sie haben ja einleitend in dem Video ausgestrahlt, dass wir uns wahrscheinlich das Jahr anders vorgestellt hätten. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe eigentlich nach dem Jahr 2019 das Gefühl gehabt, ich habe schon fast alles erlebt, was man politisch erleben kann. Eine Migrationskrise, das Ibiza-Video, Neuwahlen, harte Wahlkämpfe, Regierungsverhandlungen mit den Grünen. Und dann kam wirklich Anfang des Jahres alles anders als erwartet. Ich würde sagen, wir haben im Jänner erstmals natürlich begonnen, uns in Österreich mit den Entwicklungen in China auseinanderzusetzen. Das Gesundheitsministerium hat im Ministerrat berichtet. Man hat gewisse Vorbereitungsmaßnahmen getroffen und man hat die Situation beobachtet. In Europa sehr ernst geworden ist es dann im Februar bzw. Anfang März. Und da haben wir dann Gott sei Dank auch relativ schnell gehandelt. Weil Sie jetzt ein paar Dinge aufgezählt haben. Das Schlimmste, war Corona das Schlimmste für Sie insgesamt? Politisch? Ja, definitiv. Also ich hatte vorher das Gefühl, alles erlebt zu haben. Und Corona sprengt natürlich alle Dimensionen. Es ist eine vollkommen neue Situation für uns alle gewesen. Wir sind ja nicht Israel, wo Sicherheit nicht Selbstverständliches ist, oder ein afrikanisches Land, wo man immer wieder mit diversen Krankheiten zu kämpfen hat, sondern Österreich,
sieht es ja da auch im Hintergrund. Österreich ist ein wunderschönes Land mit hoher Lebensqualität, umgeben von sicheren Nachbarn, mit einem stets soliden Wirtschaftswachstum, keine großen Terroranschläge, keine Krisen, keine Sicherheitsgefahren. Glaubte man, und natürlich hat das Coronavirus uns alle erschüttert, weil die Welt von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt war. Das Gute ist, wir werden hoffentlich schon in absehbarer Zeit wieder zur Normalität zurückkehren können, aber bis dahin kommt sicherlich noch ein fordernder Herbst und Winter. Da haben Sie ja eine gewagte Prognose geliefert am Freitag. Sie haben gesagt, der Sommer 2021, der wird ein normaler Sommer. Parallel zu Ihrer Rede hat auch Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, eine Rede gehalten. Und sie hat gesagt, es weiß eigentlich niemand, wann diese Pandemie vorbei ist. Und ich nehme an, Angela Merkel hat auch über den Sommer, so wie Sie, mit ganz, ganz vielen Expertinnen und Experten gesprochen. Wie kommen Sie zu Ihrer Prognose? Also ich war ja auch mit Angela Merkel in Kontakt, mit dem deutschen Gesundheitsminister, mit vielen Experten in Österreich und international. Und ich würde sagen, die Prognosen sind nicht so unterschiedlich. Wir haben eigentlich beide, Angela Merkel und ich, aber auch die meisten anderen Staats- und Regierungschefs, von Beginn der Pandemie immer ein und dieselbe Sache gesagt. Nämlich, die Pandemie wird erst vorbei sein, wenn es ein wirksames Medikament oder eine Impfung gibt. Und das Positive ist, dass wenn man mit Pharmakonzernen spricht, wenn man mit Forschern spricht, dann gibt es da eigentlich immer ein und denselben Tenor, nämlich die Forschungsergebnisse sind wesentlich schneller als ursprünglich erwartet. Sie erinnern sich vielleicht. Dennoch sieht es Angela Merkel natürlich ein bisschen pessimistischer als Sie. Sie haben da jetzt optimistisch gesagt, quasi im Sommer 2021 ist wieder alles so wie immer. Naja, also das, also haben, Sie jetzt, das haben Sie jetzt ein bisschen legere. Also aber hoffnungsvoll haben Sie gesagt, legere, optimistisch. Genau, also ich würde sagen, das war ein bisschen eine legere Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, und dabei bleibe ich, nach all den Gesprächen, die ich im Sommer geführt habe, mit nationalen und internationalen Experten, vom Rektor der Uni, der Med-Uni in Wien, Müller, bis zu Professor Penninger, von großen Pharmakonzernen bis hin zu Staats- und Regierungschefs in anderen Teilen der Welt. Alle sind sich unisono einig, dass die Forschung an einem Impfstoff und an einem Medikament besser läuft als erwartet und dass aller Voraussicht nach bis nächsten Sommer da auch ein entsprechender Durchbruch erzielt werden kann. Und jetzt kann man natürlich immer sagen, es gibt keine absolute Sicherheit, da gebe ich Ihnen zu 100% recht. Aber ich glaube trotzdem, dass es absolut realistisch ist zu sagen, in einem Jahr werden wir eine ganz andere Situation haben, werden wir aller Voraussicht nach schon aufgrund einer Impfung oder einem Medikament wieder zur Normalität zurückkehren können. Aber, und das muss auch ausgesprochen werden, der Herbst und der Winter, das wird eine Bewährungsprobe für unser Land werden. Wenn sich die Veranstaltungen, die Gespräche, die Kontakte wieder nach innen verlagern, wenn die Schule wieder beginnt, wenn die Grippesaison dazukommt, wo man nicht genau weiß, ist jetzt wer infiziert oder nicht, das wird eine Riesenherausforderung und da wird uns allen noch sehr viel abverlangt werden, nicht nur der Regierung. Ich würde noch gern wissen, woran machen Sie das fest, wenn Sie sagen, der Sommer wird dann anders werden? Wenn es eine Impfung gibt, ist das ja noch nicht die Lösung. Es müssen erst dann die Österreicher geimpft werden und möglichst viele Österreicher geimpft werden. Wann sagen Sie, wie flächendeckend muss das dann sein, dass wieder so eine Normalität herrscht? Also ich würde da ein paar Abstufungen sehen. Die erste ist einmal, psychologisch, glaube ich, ist einmal ganz, ganz viel gewonnen, wenn es einen Impfstoff oder ein Medikament gibt, wo man sich einig ist, der funktioniert, der kann jetzt in der Masse produziert werden und der wird auch in Österreich zugelassen. Wenn das feststeht, dann wird sich einmal psychologisch insbesondere für die Wirtschaft sehr viel ändern. Und das ist ja auch wichtig. Wenn wir von Normalität sprechen, dann reden wir ja nicht nur von der Pandemiebekämpfung, sondern wir reden auch davon, dass wir wirtschaftlich wieder Optimismus brauchen. Das heißt, wie viele Österreicher müssen sich impfen lassen? Ich wollte gerade dazu kommen. Also das ist einmal der erste psychologisch wichtige Punkt. Und dann natürlich braucht es eine gewisse Phase der Produktion des Impfstoffes, der Verteilung und
Da würde ich sagen, jedes Prozent ist eines mehr und ist ein Vorteil. Aber natürlich, sobald Menschen in Gesundheitsberufen, sobald Menschen, die vielleicht sehr viel unterwegs sind, die viel reisen, die viele soziale Kontakte haben, geimpft sind, ändert das schon etwas. Und natürlich, wenn es dann auch gelingt, die vulnerablen Gruppen, ältere Menschen zu impfen, naja, dann ist überhaupt sehr, sehr viel gewonnen. Und insofern, ich glaube, durchhalten, aber es gibt Licht am Ende des Tunnels und das ist ja gut so. Wenn Sie es noch einmal für unsere Zuschauer sagen, Sie haben es zwar schon mal gesagt, aber in aller Deutlichkeit, soll es eine Corona-Impfpflicht geben, ja oder nein? Nein, die soll es nicht geben. Soll es für, wenn Sie sagen, Gruppen wie die Gesundheitsberufe, soll es da eine Impfpflicht geben oder sagen Sie, in Österreich wird es keine Impfpflicht geben? Ich sehe grundsätzlich eine Impfpflicht skeptisch. Wir werden daher auch keine Impfpflicht einführen. Und wir haben im Moment ganz andere Sorgen, nämlich jetzt geht es einmal darum, überhaupt genug Impfstoffe zu bekommen für die österreichische Bevölkerung. Also es wird sich nicht die Frage stellen, wer will sich alle nicht impfen lassen, sondern es wird sich eher die Frage stellen, wer sind die, die zuerst geimpft werden dürfen und können. Dennoch gibt es natürlich Menschen, wir wissen es, eine kleine Gruppe Impfgegner, eine größere Gruppe, vielleicht aber auch die Impfskeptiker. Die Tageszeitung Heute hat einmal eine Umfrage gemacht. Da haben ein Drittel gesagt, sie wollen sich nicht impfen lassen. Wie wollen Sie die überzeugen? Ich verstehe das ja alles. Ja. Also ich habe in meiner eigenen Familie, in meiner eigenen Verwandtschaft Leute, die sagen, sie können es gar nicht erwarten, bis die Impfung gibt. Dann ist das Leben wieder normal. Andere sagen, sie lassen sich sicher nicht impfen. Andere sagen, naja, ist das dann eh sicher? Ich will nicht der Erste sein. Lassen Sie sich gleich impfen? Ja, ich werde mich impfen lassen, weil ich großes Vertrauen in die österreichischen Behörden habe. Und wir werden in Österreich, das kann ich garantieren, definitiv nur etwas zulassen, was auch geprüft und sicher ist. Und ich würde mich impfen lassen, nicht weil ich jetzt so viel Sorge habe. Mit 34 ist die Chance, wenn ich mich infiziere, dass ich gar keine Symptome habe oder nur ganz leichte Symptome, enorm. Das heißt, bei mir wäre ein Krankheitsverlauf wahrscheinlich vollkommen unproblematisch. Aber ich habe mit vielen Menschen zu tun. Ich habe Eltern, die über 65 sind mittlerweile. Mein Vater ist 70 und da habe ich kein Interesse, die anzustecken. Und daher würde ich mich impfen lassen. Sie haben die Grippesaison schon angesprochen, die im Herbst kommt, wo jeder vielleicht Husten, Schnupfen hat, wo jeder auch vielleicht dann glaubt, dass er Corona hat. Wird natürlich eine irrsinnig schwierige Situation werden. Jetzt gibt es diese Grippeimpfung in Österreich und die ist aber sehr unbeliebt, Durchimpfungsrate 10%. Wenn es heuer, man hat dann natürlich auch nicht so viele Impfungen bestellt, wenn es heuer mehr werden sollte, können Sie garantieren, dass sich jeder gegen Grippe impfen lassen kann, der das auch will? So eine Garantie kann ich nicht abgeben, weil das immer eine Frage der Ressourcen ist. Ich habe das Gesundheitsministerium frühzeitig schon gebeten, so viel Grippeimpfstoff zu beschaffen wie nur irgendwie möglich. Der Gesundheitsminister hat das auch getan, war hier sehr aktiv. Und wenn sich möglichst viele Menschen impfen lassen, dann ist das etwas Positives. Was wir nicht ausschließen können, natürlich in der Grippezeit, da geht es ja nicht nur um die Grippe, sondern da sind auch viele Menschen verkühlt, haben einen Schnupfen, dass natürlich die Zahl derer, die sagen, vielleicht habe ich Symptome, ich muss mich testen lassen, die wird massiv ansteigen. Und daher mein dringender Appell, und ich habe das auch mit dem Gesundheitsminister und den Bundesländern besprochen, dass sich sowohl die Gesundheitsbehörden im Bund als auch in den Ländern bestmöglich darauf vorbereiten, dass die 1450-Nummer dann noch funktioniert, dass die Kapazitäten da sind, deutlich mehr Anrufe zu handeln als im Sommer und dass auch alles getan wird, dass die entsprechenden Testkapazitäten vorhanden sind, weil das wird nach wie vor spielentscheidend sein in der Pandemiebekämpfung. Weil Sie die Bundesländer haben Sie angesprochen, da soll ja jetzt eine Corona-Ampel kommen, grün, orange, grün, gelb, orange und rot und je nachdem gibt es dann verschiedene Maßnahmen. Jetzt soll das ab 4. September losgehen, jetzt sind wir 3 Tage davor und wir wissen eigentlich noch nicht, welche Maßnahmen es bei jetzt zum Beispiel gelb oder orange ist. Darf das sein? Es ist ja erst in 3 Tagen, ist ja schon in 3 Tagen. Ja, ich glaube, das wird noch ein Stück weit so bleiben, weil die Situation in den unterschiedlichen Regionen Österreichs höchst verschieden ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie eine hohe Infektionszahl in einem Wiener Bezirk haben, dann ist das nicht zu vergleichen mit einer hohen Infektionszahl in einem Skigebiet.
wenn in einem Skigebiet die infizierten Zahlen hoch sind, dann kann das aufgrund von Touristen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Tourismus sein und hat vielleicht gar nichts zu tun mit der örtlichen Schule. Und insofern wird die Corona-Ampel, die das Gesundheitsministerium gerade finalisiert, meiner Meinung nach einen guten Überblick geben können, wie ist die Situation in den unterschiedlichen Regionen Österreichs, wie sehr sollte man auf der Hut sein, wie dramatisch ist die Lage. Aber welche Maßnahmen müssen gesetzt werden, das muss immer eine politische Entscheidung bleiben, weil es dafür auch keine wirkliche Blaupause gibt. Aber die richtet sich ja auch nach dieser Ampel. Wenn es in irgendeinem Bezirk rot ist, dann wird es ja in diesem Bezirk stärkere Maßnahmen geben, ja. Maskenpflicht etc. Da wird's ja, das hängt ja von dieser Ampel ab. Wenn es in einem Bezirk rot ist, dann haben wir überhaupt ein Problem dort und dann wird es wesentlich mehr geben müssen als nur Masken. Da stimme ich Ihnen zu. Aber wird ja zum Beispiel in Wien schwierig, wenn es jetzt in Wien, in der Josefstadt oder wo wir hier sitzen, im 19. Bezirk, wenn es da einen Corona-Cluster gibt, kann man natürlich nicht ganz Wien zusperren. Wie wird man das machen? Bei Städten ist die Herausforderung wieder eine andere. Ich kann durchaus gut nachvollziehen, dass es Sinn macht, in den Städten nicht nach Bezirken zu unterscheiden bei den Maßnahmen. Im ländlichen Raum ist das vollkommen anders. Ja? Das Paznauntal können Sie ganz anders behandeln als andere Täler im selben Bundesland. Also da muss man schon auf die geografische Lage und die Vielseitigkeit Österreichs Rücksicht nehmen. Was ich jetzt schon ankündigen kann, ist, dass wir, die Regierungsmannschaft und ich, am Mittwoch noch einmal final die Situation bewerten werden. Wir haben steigende Infektionszahlen in Österreich und daher halte ich es für sinnvoll, wenn wir die Maßnahmen auch noch einmal nachschärfen. Der Gesundheitsminister, der Innenminister, der Vizekanzler und ich, wir sind uns da einig. Das heißt, wir werden am Mittwoch definitiv noch einmal einen Schritt machen in Richtung hin nachschärfen bei den Maßnahmen. Was heißt das Nachschärfen? Stärkere Maskenpflicht, Veranstaltungen wieder verbieten? Was soll da rauskommen? Naja, ich werde das dann gemeinsam mit unserem Koalitionspartner verkünden. Aber grundsätzlich ist klar, worum es geht. Wir müssen soziale Kontakte reduzieren. Und das ist auch mein Appell oder meine Bitte an die Österreicherinnen und Österreicher. Je mehr sich vom Freien wieder nach innen verlagert, je näher wir dem Schulstart kommen, desto wichtiger wird sein, dass wir soziale Kontakte wieder reduzieren, dass wir Abstand halten, überall dort, wo es möglich ist, dass wir die Maske tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Je stärker jeder einen Beitrag leistet, desto besser werden wir durch den Herbst und den Winter kommen. Und es wird unser Ziel bleiben, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Das funktioniert aber nur durch Eigenverantwortung und dadurch, dass jeder seinen Beitrag leistet. Jetzt ist es so, ab morgen, 1. September, würden auch Veranstaltungen wieder mehr zugelassen, mehr Menschen zugelassen werden. 10.000 Outdoor, 5.000 Indoor. Jetzt sagen Sie, die Maßnahmen kommen erst am Mittwoch. Werden Sie diese Veranstaltungslockerungen wieder zurücknehmen? Die treten ja schon morgen in Kraft. Das sind jetzt Maßnahmen, die jetzt in Kraft treten, da haben Sie vollkommen recht. Ich sehe das auch mit einer gewissen Skepsis, das gebe ich zu. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass diese größeren Veranstaltungen nur unter sehr strengen Auflagen möglich sind. Wir haben das bei den Salzburger Festspielen erlebt. Ich war da auch ein Skeptiker, zugegebenerweise. Aber die Salzburger Festspiele haben mit sehr viel Professionalität bewiesen, dass es möglich ist, dass durch Abstand, durch Sicherheitskonzepte, durch Corona-Beauftragte, durch viele Maßnahmen es möglich ist, dass Veranstaltungen stattfinden. Und ich schließe nicht aus, dass wir nicht auch bei den Veranstaltungen im Herbst und Winter wieder einen Schritt zurück machen müssen, dass wir da wieder strenger werden müssen. Im Moment ist die Corona-Situation in Österreich unter Kontrolle, aber die Ansteckungszahlen, die steigen, die sind vor allem durch die Reiserückkehrer massiv angestiegen. Gegen Ende des Sommers ganz eine andere Situation als zu Beginn des Sommers. Und wenn diese Entwicklung sich so fortsetzt, und das ist sehr wahrscheinlich, dann werden wir darauf reagieren müssen und das werden wir auch tun. Die Maßnahmen am Mittwoch ist jetzt sehr unkonkret. Vielleicht könnten Sie es schon bei uns sagen. Was kommt da auch bei der Maskenpflicht? Schauen Sie, es wird immer eine adäquate Reaktion auf die Situation geben. Das Wichtigste ist, dass die Bevölkerung mitmacht. Das heißt, ich kann jetzt schon an jeden Einzelnen appellieren, je besser wir Abstand halten, je stärker wir die sozialen Kontakte, die nicht notwendig sind, reduzieren.
je öfter wir die Maske tragen, wenn der Abstand indoor nicht eingehalten werden kann, desto besser werden wir als Land durch diese Pandemie kommen. Und wir als Bundesregierung haben die Verantwortung, wenn die Zahlen weiter steigen, nachzuschärfen bei den Maßnahmen. Und das Spektrum ist klar. Das betrifft Veranstaltungen, das betrifft Regeln zum Social Distancing, das betrifft die Masken. Und in diesem Spektrum können wir auswählen. Aber diese Woche schon wird da was verschärft? Diese Woche schon wird es eine erste neuerliche Einschätzung der Bundesregierung am Mittwoch für den Herbst geben. Sicherlich mit zumindest Appellen, vielleicht aber auch mit der einen oder anderen Verschärfung. Schade, dass Sie es heute noch nicht sagen bei uns im Sommergespräch. Corona hat natürlich auch große Herausforderungen für die Wirtschaft gebracht. Viele, viele Menschen in Kurzarbeit hat man sich auch am Jahresbeginn nicht vorstellen können. Sie haben das Motto, koste es, was es wolle, ausgerufen. Wie lang kann dieses Motto gelten? Wie lang kann sich Österreich dieses Motto auch leisten? Der große Vorteil ist, wir sind ein wirtschaftsstarkes Land. Wir haben in den letzten Jahren ein solides Wirtschaftswachstum gehabt. Es hat sich herausgestellt, dass es Gold wert war, dass wir die letzten Jahre auf unser Budget geachtet haben, ausgeglichen budgetiert haben. Wir haben dadurch eine Situation am Kapitalmarkt, dass wir zu sehr, sehr guten Konditionen Geld aufnehmen können und dadurch eine leichtere Situation wirtschaftlich mit dieser ganzen Pandemie umzugehen als Länder wie Italien, Spanien oder Frankreich. Wie lange können wir es uns leisten? Wir haben für dieses Jahr ein Rettungspaket geschnürt in der Größenordnung von 50 Milliarden und knapp die Hälfte dieses Geldes wurde bisher bewegt. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel Geld da, das abgerufen werden kann. Und sehr, sehr viel Geld, das natürlich auch zurückgezahlt werden muss irgendwann. Die jungen Menschen in Österreich fragen sich natürlich, wie werden die nächsten 10, 20 Jahre aussehen? Wird es da auch Sparpakete geben etc.? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Also ich traue mir jetzt nicht zu, der Prophezeiungen für die nächsten 20 Jahre abzugeben. Aber ich kann jedem sagen, dem Budgetdisziplin wichtig ist, ich habe nie eine andere Linie vertreten. Ich habe Zeit meines Lebens dafür gekämpft, dass wir keine neuen Schulden machen. Ich war irrsinnig stolz darauf als Bundeskanzler, dass wir das erste Mal nach 60 Jahren ein ausgeglichenes Budget zustande gebracht haben, ein Budgetüberschuss erzielt haben. Das war für mich wie Ostern und Weihnachten zusammen. Und dann kam die Corona-Krise und wir müssen das höchste Defizit in unserer Geschichte machen. Also ich leide darunter sehr. Aber es ist notwendig, es gibt keinen anderen Weg und die nächsten Jahre wird es nicht darum gehen, ob wir 500 Millionen mehr oder weniger zurückzahlen, sondern die nächsten Jahre wird es darum gehen, dass wir wieder ein stabiles Wirtschaftswachstum zusammenbringen. Bei den Schulden ist nicht nur die absolute Zahl relevant, sondern für die Kapitalmärkte vor allem auch die Schuldenquote im Vergleich zum BIP. Und je stärker unser BIP ansteigt, desto stärker wird die Staatsschuldenquote wieder sinken. Das heißt, was wir brauchen, ist Wirtschaftswachstum. Und das Positive ist, Frau Strübel, letzter Satz dazu, das Positive ist, dass neben dem Einbruch heuer alle Prognosen uns vorhersagen, dass es nächstes Jahr wieder deutlich nach oben geht und das ist gut so. Ich möchte zu einem Thema kommen, das viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert, die Schule. Wir stehen eine Woche vor dem Schulbeginn. Vor dem Ferienbeginn gab es in Oberösterreich großflächige Schulschließungen, weil es ein paar Corona-Cluster gegeben hat. Können Sie den Eltern, die gerade zuschauen, können Sie ausschließen, dass solche großflächigen Schulschließungen auch im Herbst passieren? Ich schließe nichts aus, was ich nicht halten kann. Und darum versuche ich, eine realistische Einschätzung zu geben. Zunächst einmal, die Familien haben Unglaubliches geleistet im letzten halben Jahr. Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen, ist grundsätzlich schon schwierig, aber wenn die Schulen geschlossen sind, dann ist es umso schwieriger. Wir wollen daher auf jeden Fall verhindern, dass es wieder zu flächendeckenden Schulschließungen kommt. Das ist unser erklärtes Ziel. Und ich bin auch ganz optimistisch, dass das gelingen kann, aber es gibt keine Garantie. Was ist daher das Ziel? Einen möglichst normalen Schulbetrieb zu starten. Wenn es positive Fälle gibt, sofort und schnellstmöglich Tests durchzuführen. Wenn es notwendig ist, zu schließen, dann zuerst einmal einzelne Klassen oder Schüler, die miteinander in Kontakt waren. Und erst, wenn das nicht mehr hilft, die ganze Schule. Und mit diesem Weg hoffe ich, dass wir durch den Herbst und den Winter kommen. Garantie gibt es keine.
Viele Eltern haben sich natürlich auch zeitausgleich Urlaub genommen. Es gibt zwar diese dreiwöchige Sonderbetreuungszeit, die ist jetzt auch verlängert worden, aber auf die gibt es keinen Rechtsanspruch. Jetzt stehen wir vor auch großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Ist vielleicht auch nicht so einfach, wenn man zum Chef geht und sagt, ich muss mir jetzt schon wieder 3 Wochen freinehmen für mein Kind. Warum gibt es da diesen Rechtsanspruch nicht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Weil wir nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch eine Wirtschaftskrise erleben und da braucht es Zusammenhalt in der Bevölkerung. Wir brauchen kein Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer und kein Gegeneinander kämpfen und ausspielen. Was es braucht, ist ein Miteinander und ich habe im letzten Halbjahr erlebt und das hat mich sehr stolz gemacht, dass die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer sehr gut versucht haben, zusammenzustehen. Arbeitnehmer immer da waren, wenn der Betrieb sie gebraucht hat und die Arbeitgeber gleichzeitig Rücksicht genommen haben dafür, dass einfach Familien teilweise besondere Bedürfnisse hatten. Homeoffice notwendig war, um nebenbei auf die Kinder zu schauen. Da muss man flexibel sein in einer Krise. Und darum halte ich das für den richtigen Weg. Wir haben die 3 Wochen Sonderbetreuungszeit verlängert. Das heißt, wer Bedarf hat, der hat die Möglichkeit, diese 3 Wochen Sonderurlaub zu nehmen. Und auf der anderen Seite zahlt der Staat dem Arbeitgeber etwas dazu. Das wiederum, glaube ich, ist der Grund, warum viele Arbeitgeber auch bereit sind, das zu gewähren, wenn es notwendig ist. 3 Wochen sind halt auch nicht genug. Wenn man sich jetzt das Frühjahr ansieht, da waren die Schulen viel länger geschlossen. Sie haben vollkommen recht, dass das nicht einfach ist. Aber unsere Aufgabe ist es eben, alles bestmöglich unter einen Hut zu bringen. Und wenn wir vollkommen darauf verzichten, auf die wirtschaftliche Notwendigkeit in den Betrieben zu achten, na, dann trifft uns die Wirtschaftskrise noch härter. Also natürlich wäre das populär zu sagen, jeder hat jetzt 10 Wochen Sonderurlaub und einen Rechtsanspruch darauf, das verstehe ich schon. Aber wir müssen ja auch dafür kämpfen, dass die Jobs erhalten bleiben. Und ich glaube, diese 3 Wochen Sonderurlaub, die waren wirklich ein Erfolgsbeispiel im letzten halben Jahr. Das hat funktioniert und daher die Verlängerung. Sehr viele Frauen haben auch diese Sonderbetreuungszeit in Anspruch genommen. Viel mehr Frauen als Männer. Frauen waren auch von Arbeitslosigkeit in dieser Corona-Krise besonders betroffen. Und auch beim Homeschooling waren es die Frauen, die das gemacht haben. Jetzt hat zum Beispiel Ihr Klubobmann August Wöginger gesagt, Homeschooling, kein Problem, macht meine Frau. Warum hat man in dieser Zeit auch ein bisschen, hat man auf die Frauen auch ein bisschen vergessen? Nein, Sie haben vollkommen recht, was die Fakten betrifft. Frauen waren dann noch stärker betroffen. Es gibt auch andere Beispiele, wenn ich an unsere Familienministerin denke. Ich habe sie und ihren Mann im Sommer getroffen und gefragt, und wie habt ihr das als Familie geschafft? Ihr Mann hat ziemlich geschnauft. Also es gibt natürlich Ministerinnen mit der normalen Bevölkerung zu vergleichen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, oder? Es gibt beides und Sie haben vollkommen recht. Frauen haben oftmals, wenn es um die Familienarbeit geht, wenn es um die Pflege geht, noch wesentlich mehr Belastung als die Männer, leisten dann noch wesentlich mehr. Dafür gebührt zum einen Dank und Anerkennung und natürlich parallel dazu der Versuch, unsere Gesellschaft Schritt für Schritt zu verändern, damit das auch immer gleichberechtigter abläuft. Eine kurze Frage habe ich noch zu den Heldinnen dieser Corona-Krise. Waren auch Frauen, die arbeiten mussten, während viele zu Hause geblieben sind. Die Supermarktkassiererinnen, bei meinem Supermarkt hängt noch immer eine Zeichnung von Kindern, die sich bedanken. Die haben aber nicht viel dafür bekommen. Die Gewerkschaft fordert einen Corona-Tausender. Können Sie sich vorstellen, dass die Helden, Heldinnen und Helden dieser Krise auch mehr bekommen? Ja, wir haben uns sogar entschieden, mehr zu machen, als die Gewerkschaft gefordert hat. Denn die Forderung der Gewerkschaft war ein Corona-Tausender für die Helden der Krise. Und dann haben wir uns angeschaut, na, wer sind die Helden der Krise? Und da haben viele zu Recht gesagt, na, die Supermarktkassiererinnen und Kassierer, die sind das. Dann sind wir aber draufgekommen, beim genaueren Hinschauen, es gibt auch viele Gruppen, von denen keiner spricht und die auch viel geleistet haben. Alle, die in der Industrie arbeiten und durchgearbeitet haben, alle, die am Bau arbeiten und dort gearbeitet haben, alle in den Gesundheitsberufen, die Lehrerinnen und Lehrer, die teilweise stark gefordert waren, bis hin zu anderen Branchen. Und daher, glaube ich, ist der Weg, den wir als Regierung gehen, der richtige. Wir haben jetzt nicht gesagt, es gibt eine einzelne Gruppe, sondern was wir gemacht haben, ist, wir haben die Steuerlast für alle Menschen gesenkt, für alle arbeitenden Menschen. Im September werden arbeitende Menschen bis zu 350 Euro als Steuersenkung
bekommen auf ihrem Konto. Und das ist nicht einmalig, sondern nachhaltig, weil wir die unterste Steuerstufe gesenkt haben. Und es gibt das ist schon bekannt natürlich, das haben Sie sehr oft gesagt. Vielen ist das noch nicht bekannt. Und dazu gibt es 360 Euro pro Kind. Das heißt, wenn jemand... Herr Kurz, das können wir jetzt nicht alles natürlich besprechen. Es ist bekannt, Sie haben diese Steuererleichterungen, aber kein Tausender für jetzt die Heldinnen der Krise. Na, teilweise deutlich mehr für die Familien, natürlich. Ich würde gerne ein bisschen bilanzieren, auch über diese Corona-Krise im März. Das war natürlich eine irrsinnig herausfordernde Situation auch für die Politik, für die Menschen in Österreich. Man hat auch nicht genau gewusst, wie wird sich der April entwickeln. Und Sie haben dann gewarnt auch Ende März zum Beispiel vor der Ruhe, vor dem Sturm. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Sie haben von 100.000 Toten gesprochen. Jeder wird einen kennen, der an Corona verstorben ist. Und zu diesem Zeitpunkt Ende März, da haben manche Experten, die auch bei Ihnen im Gremium sitzen, gesagt, da haben sich die Zahlen eigentlich schon sehr positiv entwickelt. Haben Sie da auch bewusst ein bisschen mit der Angst gespielt, damit sich die Menschen an diese Maßnahmen halten? Nein, es war eine herausfordernde Zeit. Es war notwendig, natürlich auch die Menschen mitzunehmen. Und eins muss man schon im Rückblick auch einmal festhalten, ohne unsere Maßnahmen wäre es anders gekommen. Wir werden ja bitte nicht glauben, dass wenn wir die Maßnahmen nicht gesetzt hätten, dass dann die Todeszahlen in Österreich nicht deutlich höher wären. Aber nicht so wie in Italien. Viele Experten sagen, in Österreich hätte es nie so eine Situation gegeben wie in Italien zum Beispiel. Das wage ich zu bezweifeln, weil die Italiener haben massive Maßnahmen gesetzt. Die Italiener hatten einen Lockdown, der deutlich länger war als in Österreich. Also ich glaube, zu sagen, es wäre nie so schlimm gekommen wie in Italien, das bezweifle ich. Also da wird Ihnen auch, glaube ich, keiner recht geben. Denn wenn man als Staat nicht auf Corona reagiert, dann ist die Situation eine ganz andere. Es gibt ganz wenige Länder auf der Welt, die sich nicht dazu entschieden haben, massive Maßnahmen zu setzen. Das ist Weißrussland, Brasilien und vielleicht noch ein paar andere Länder auf dieser Welt. Und ich glaube, mit denen wollen wir nicht tauschen. Was Österreich gemacht hat, und das war, glaube ich, entscheidend, war, wir haben früher reagiert als andere. Und die Phase des Lockdowns... Aber Sie sagen, Sie haben da nicht mit der Angst der Menschen gespielt. Wieso sollte ich mit der Angst der Menschen spielen? Mein Ziel als Regierungschef war es, die Menschen zu warnen und sicherzustellen, dass wir möglichst gut durch diese Krise kommen. Und wenn ich mir die Todeszahlen heute anschaue, dann bin ich froh, dass wir alle diese Krise in Österreich durchlebt haben und nicht in anderen Teilen dieser Welt. Und wenn ich mir die wirtschaftliche Situation anschaue, dann kann ich nur sagen, es war die beste Entscheidung, dass wir den Lockdown früher gemacht haben, weil wir waren dadurch wesentlich kürzer betroffen. Schauen Sie nach Frankreich, nach Italien, nach Spanien, da ist der wirtschaftliche Einschlag noch einmal stärker als bei uns in Österreich. Und insofern glaube ich, es war gut, dass wir früh reagiert haben. Die Pandemie wird Gott sei Dank in absehbarer Zeit auch bewältigbar sein, aber der Herbst und der Winter, die werden eine Bewährungsprobe. Diese Angst hat bei manchen auch dazu geführt, oder diese Angst vor Corona, dass sie nicht zum Arzt gegangen sind. Es sind Operationen verschoben worden. Es ist auch dadurch ein Schaden entstanden worden, dass die Menschen Angst vor Corona gehabt haben. Würden Sie das im Rückblick noch einmal so in Kauf nehmen? Man hat ja sehr viel eben Operationstermine verschoben. Kann man das im Rückblick noch einmal in Kauf nehmen? Also es war ja keine Entscheidung von mir als Bundeskanzler, ob Operationen verschoben werden oder nicht, sondern das sind ja Entscheidungen, die von Spitälern und den Gesundheitsbehörden getroffen worden sind. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, wenn man sieht, dass die Intensivkapazitäten immer enger werden, ist es dann sinnvoll, gewisse Operationen zu verschieben, die sich verschieben lassen? Ja, natürlich. Das ist immer ein Abwägen und eine schwierige Aufgabe der Gesundheitsbehörden, wie viel versucht man zu verschieben und nimmt dadurch auch einen gewissen Schaden oder eine psychische Belastung der Menschen in Kauf. Und wie gut ist man dafür vorbereitet? Ich drehe es einmal um. Wenn die Intensivkapazitäten nicht ausreichen,
dann wäre die öffentliche Kritik, dass da vorher zu wenig verschoben geworden ist, sicherlich sehr groß gewesen. Dass man zum Arzt nicht geht, war auch eine Folge quasi, dass Sie diese Ausgangsbeschränkungen immer wieder kommuniziert haben, aus 3 oder 4 Gründen darf man nur das Haus verlassen. Und da haben sich schon sehr früh, auch im April an diese Verordnungen, haben schon sehr früh Verfassungsjuristen Kritik geübt. Sie haben damals von juristischen Spitzfindigkeiten gesprochen. Das ist auch sehr kritisiert worden. Dann hat aber der Verfassungsgerichtshof genau diese Verordnungen, diese Ausgangsbeschränkungen als gesetzeswidrig anerkannt. Hätten Sie da früher auf die Bedenken der Juristen hören müssen? Also die Formulierung war sicherlich nicht ideal. Wir waren damals alle in einer Stresssituation. Mir ist damals vorgekommen, das Wichtigste ist, schnell zu entscheiden und schnell zu handeln. Und die Herausforderung, die wir natürlich haben in Österreich, ist, dass auch wenn Sie juristische Meinungen einholen, auch wenn Sie juristische Gutachten einholen, dann ist es oftmals so, dass Sie keine Garantie haben, ob das am Ende des Tages vom Verfassungsgerichtshof hält oder nicht. Das heißt, zusammenfassend würde ich sagen, ich glaube, das Gesundheitsministerium hat sich stets bei allen Verordnungen und Gesetzen redlich bemüht, das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und ja, Sie haben recht, Teile sind vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden. Sie haben quasi gesagt, naja, warten wir halt, was der Verfassungsgerichtshof sagt, weil dann sind die Maßnahmen eh schon wieder vorbei. Kann man sich als Bürgerinnen und Bürger nicht darauf verlassen, auch dass der Rechtsstaat, und wir unterwerfen uns ja alle diesen Regeln, dass das wirklich stimmt und dass das auch der Verfassung entspricht? Es wäre schön, wenn es so wäre. Ich würde mich auch gern darauf verlassen können als Bundeskanzler, wenn der Gesundheitsminister ein Gesetz oder eine Verordnung ausarbeitet, das nach bestem Wissen und Gewissen macht, der Verfassungsdienst eingebunden wird und man Juristen fragt, ist das so in Ordnung, dann wird es immer unterschiedliche Meinungen geben. Und am Ende des Tages entscheidet der Verfassungsgerichtshof. Und wissen Sie, wie es dort abläuft? Aber Sie sind ja der Regierungschef. Sie sind ja verantwortlich. Sie sind ja am Ende, sind ja Sie der Regierungschef und Sie sind verantwortlich. Als Regierungschef hat man immer eine Gesamtverantwortung. Ich möchte nur mal erklären, wie das Prozedere im Verfassungsgerichtshof abläuft. Das läuft so ab, dass ja nicht einmal die Verfassungsrichter immer einer Meinung sind, sondern das ist ein Gremium und in diesem Gremium kommt es zu einer Abstimmung. Das heißt, sogar die obersten Hüter unserer Verfassung sind oftmals unterschiedlicher Meinung und dort, wo die Mehrheit hinfällt, dort gilt die Sache. Das bedeutet, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung. Herr Kurz, dieses Prozedere können wir jetzt wirklich wir haben 50 Minuten Zeit, aber nicht so lange. Ich würde Ihnen noch ganz kurz eine Frage, ja, da würde man länger brauchen, glaube ich, eine Frage zu diesen Strafen. Das hat ja auch zu Strafen geführt, 24.000 Strafen. Ganz einfache Frage, sollen diese Strafen, 5,2 Millionen haben die NEOS ausgerechnet, sind da unrechtmäßig eingehoben worden, soll man jeden Einzelfall prüfen und dieses Geld zurückzahlen? Wir leben in einem Rechtsstaat. Dort, wo was zu Unrecht war, wird die Strafe zurückbezahlt. Dort, wo es nicht zu Unrecht war, nicht. Aber manche haben diese Strafe ja schon gezahlt. Sollen die das zurückbekommen? Wir leben in einem Rechtsstaat und da gibt es klare Regeln für so etwas. Okay. Sie waren ja Corona, große politische Diskussion. Es gibt aber auch noch andere politische Diskussionen. Sie waren zum Beispiel dieses Jahr auch im Untersuchungsausschuss, im Ibiza-Untersuchungsausschuss geladen als Auskunftsperson. Es geht um die Postenbesetzungen auch von Türkis Blau. Und da haben Sie gesagt, diese Postenbesetzungen, die eine Regierung macht, es war schon immer so, dass man vertraute Personen einsetzt und es gibt kein besseres System. Sie sind angetreten bei der Nationalratswahl 2017 mit dem Slogan Zeit für Neues. Wäre es nicht Zeit für Neues und man stellt das völlig neu auf? Naja, die Frage ist immer, was ist völlig neu? Ich habe immer darauf geachtet, dass wenn ich Personalentscheidungen getroffen habe, dass es qualifizierte Personen sind. Aber ich halte es für falsch, zu sagen, wir nehmen jetzt Personen, wo es kein Vertrauensverhältnis gibt oder wo es kein Zutrauen gibt. Und was Personalentscheidungen betrifft, das ist einfach eine Grundaufgabe der Regierung. Irgendwer muss diese Entscheidungen ja treffen. Und wogegen ich mich ein Stück weit verwehre, ist, dass Personalentscheidungen, sobald sie von ÖVP oder FPÖ getroffen werden, immer als etwas Unredliches dargestellt werden. Die Grünen haben zum Beispiel. Aber es gibt ja einen eigenen Untersuchungsausschuss dazu. Da kann ja dann nicht alles gut gelaufen sein, wenn es. Aber nur weil es einen Untersuchungsausschuss gibt, heißt das noch nicht, dass was schlecht gelaufen ist. Das nicht, aber es gibt viel Kritik auch.
auch der Opposition. Und darauf wollte ich gerade kommen. Was ich ein Stück weit erlebe in unserem Land ist, dass sobald eine Personalentscheidung von ÖVP oder FPÖ getroffen wird, gibt sofort Kritik und sie wird als unredlich dargestellt. Heute hat die grüne Verkehrsministerin zum Beispiel die Aufsichtsräte der ASFINAG entschieden. Und siehe da, es sind einige Grünvertraute in den Aufsichtsrat der ASFINAG bestellt worden. Und es ist absolut legitim, weil sie kann diese Entscheidung treffen. Dafür sind die Grünen auch gewählt worden und sie sind in der Regierung. Insofern vertreten sie da den Eigentümer und dürfen diese Entscheidungen treffen, was ich nur nicht aber mitmache. Türkis, es geht ja um die Positionen, die Personalbesetzungen für Türkis-Blau. Da ist zum Beispiel auch eine Personalbesetzung der Chef der ÖBAG, der österreichischen Beteiligungsagentur, Thomas Schmidt, der soll sich noch als Generalsekretär im Finanzministerium zum Beispiel seinen Ausschreibungstext selbst verfasst haben oder selbst mitgeschrieben haben. Ist das in Ordnung? Was diese Frage betrifft, gibt es einfach im Moment viele Vorwürfe, die im Raum stehen. Ich bin dafür, dass das alles aufgeklärt wird, auch von Gerichten aufgeklärt wird. Ich kann nur sagen, ich habe in der letzten Zeit so oft erlebt, dass falsche Vorwürfe in den Raum gestellt werden. Als ich das letzte Mal im Sommergespräch war, ging es um Schreddern und vieles andere. Wissen Sie, lassen Sie mich den einen Satz vielleicht sagen. Wir hatten eine Woche, eine Dauerberichterstattung zum Schreddern. Einem Mitarbeiter von mir wurden unzählige strafrechtlich relevante Handlungen vorgeworfen. Und wissen Sie, was am Ende rausgekommen ist? Das haben Sie schon in der ZIP2 im Februar gesagt. Es wurde eingestellt. Was nur schade ist, dass zu den Vorwürfen immer die Berichterstattung extrem breit ist. Und dann, wenn rauskommt, dass nichts dran war, dann gibt es kaum Berichterstattung. Und zurück zur Frage: Ich mache nicht bei dem Spiel mit, dass jede Personalentscheidung, wenn es ein Roter oder ein Grüner ist, eine gute ist. Und wenn eine bürgerliche oder eine FPÖ-Entscheidung getroffen wird, dass das dann problematisch ist. Herr Kurz, ich sehe, Sie haben da eine Gelse am... Ich hoffe, Sie werden da jetzt nicht gestochen, so ist schon vorbei. Einen Stich würde ich überleben. Sie haben, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Sie haben diese Woche eben in Ihrer Rede den Herbst, die Maßnahmen für den Herbst präsentiert. Und morgen macht das der Gesundheitsminister. Und viele haben sich auch gefragt, warum er das, das war ja doch so eine programmatische, auch wie geht es im Herbst weiter, Ihre Rede, warum war da der Koalitionspartner eigentlich nicht dabei? Ich glaube, es ist vollkommen legitim, dass Minister in ihrem Zuständigkeitsbereich immer wieder die Öffentlichkeit informieren. Das findet ja sehr, sehr regelmäßig statt, nicht nur vom Gesundheitsminister, sondern von der ganzen Bundesregierung. Und genauso legitim ist es, dass ich als Bundeskanzler eine Perspektive für den Herbst zeichne. Ich habe einfach im Sommer mit vielen Menschen zu tun gehabt, habe das Gefühl gehabt, dass es bei vielen offene Fragen gibt, viele auch wissen wollen, wo geht die Reise hin. Viele sich auch eine Einschätzung von mir gewünscht haben und daher bin ich dem nachgekommen. Werner Kogler, Ihr Koalitionspartner, der Vizekanzler, ist vor einigen Wochen hier bei mir gesessen und er hat damals auf die Frage, ob er bei Asylwerbern, die eine Lehre machen, ob die vielleicht nicht abgeschoben werden, hat er gesagt, er redet da noch einmal mit Ihnen. Hat er schon mit Ihnen geredet, ob die vielleicht nicht abgeschoben werden? Also zunächst einmal erlauben Sie mir, zum Werner Kogler und zu den Grünen festzuhalten, dass wir eine nicht nur sehr, sehr gute Zusammenarbeit in der Regierung haben, sondern auch eine persönlich sehr gute Gesprächsbasis. Wir haben in den Regierungsverhandlungen so viel Zeit miteinander verbracht, dass wir mittlerweile beide sehr genau wissen, dass wir einfach in vielen Fragen unterschiedlich ticken. Das ist eine der Fragen, die ist ausführlich bei den Regierungsverhandlungen besprochen worden. Und es gibt auch eine klare Lösung. Das bedeutet, wer hier als Asylwerber ist, darf seine Lehre fertig machen. Aber wer illegal nach Österreich gekommen ist, wer kein Recht auf Asyl hat, wer vielleicht falsche Gründe angegeben hat, die sich als unwahr herausgestellt haben, der darf die Lehre fertig machen, aber er muss danach das Land verlassen. Ich glaube auch, dass das durchaus... Da werden Sie Ihre Meinung nie ändern. Nein, und ich glaube auch, dass das durchaus positiv ist für die Herkunftsländer, als wir damals, ich war ja nie dafür, aber als die Lehre für Asylwerber geöffnet wurde, war immer ein Argument, naja, wenn die eine Ausbildung haben und dann das Land verlassen müssen, dann bringen sie ja was mit in ihr Herkunftsland, das können sie dort ja dann gut brauchen und einbringen. Dieses Argument gilt, glaube ich, heute noch immer.
Herr Kurz, Sie sind ja schon lange in der Politik und die Verschiedenheiten zwischen ÖVP und Grünen, die beginnen wahrscheinlich auch schon ein bisschen in der Jugendpolitik. Junge ÖVP ist wahrscheinlich was anderes wie jetzt die Grünen, die Grüne Jugendorganisation. Ich denke schon. Ich habe eines Ihrer ersten bundesweiten Interviews, da habe ich damals beim Report gearbeitet und mit meiner Kollegin Münire Inam habe ich Jungpolitiker interviewt und Sie waren da einer davon und da haben Sie auch auf die Frage gesagt, wie kritisch man sein soll als junger Mensch, haben Sie Folgendes gesagt. Das sind Sie da drüben. Drum, glaube ich, muss man jetzt als Junger nicht unbedingt einmal überkritisch oder ein Querulant sein, sondern man bringt einmal genug mit, dass man einfach in seiner Gruppe zu Hause ist und sich auskennt, wie das da so läuft. Kommt man als Querulant nicht so weit in der ÖVP? Ich weiß nicht, ob Querulant so eine positive Eigenschaft ist. Insofern würde ich das sogar noch unterstreichen, was ich damals gesagt habe. Ich war immer ein konstruktiv kritischer Mensch. Ich habe immer mich gefragt, wo kann man Dinge besser machen, was kann man verändern. Das war immer mein Antrieb, aber ich war nie ein Berufsnörgler oder ein Querulant. Okay. Werde ich hoffentlich auch nie. Und kritisch sein, muss man nicht so kritisch sein als junger Mensch? Na, total, aber ich glaube, das ist keine Altersfrage. Ich finde kritisch sein immer positiv, ohne ein kritisches Hinterfragen des derzeitigen Systems kann man das System nicht verbessern und auch nicht verändern. Ich bin ja angetreten stets mit einem starken Veränderungsanspruch, aber ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen einem konstruktiv-kritischen Zugang und Berufsquerulanten. Entscheidungen sind in der Politik gefragt, auch bei uns im Sommergespräch 2020. Sie haben es vielleicht gesehen, wir haben unsere Entscheidungsfragen entweder oder. Ich sage Ihnen zwei. Ich dachte, Sie haben es vergessen. Nein, ich habe es noch in petto. Wem stehen Sie denn inhaltlich näher, Angela Merkel oder Werner Kogler? Angela Merkel. Hat auch Werner Kogler gesagt. Mit welcher politischen Parole identifizieren Sie sich mehr? Koste es, was es wolle, oder mit den sparsamen Vier? Naja, in Österreich jetzt einmal koste es, was es wolle. Wobei wir da auch genau darauf achten, wo das Geld hinfließt. Und auf europäischer Ebene natürlich in unserer neuen Gruppe der sparsamen Fünf mittlerweile. Sie sind lieber unterwegs mit den Austrian Airlines oder ÖBB? Ich war Außenminister und somit war ich deutlich öfter mit den Austrian Airlines unterwegs. Also ich würde sagen, da kenne ich mittlerweile mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber beides zwei gute österreichische Unternehmen. Wahrscheinlich auch beim nächsten Staatsbesuch in Washington lieber bei Joe Biden oder Donald Trump? Das entscheidet die amerikanische Bevölkerung. Wollen Sie nicht sagen? Jeder hat seine persönliche Meinung, aber als Bundeskanzler der Republik Österreich sage ich Ihnen, das entscheiden die Amerikanerinnen und Amerikaner. 2 Wochen vor der Wienwahl, sind Sie lieber im Waldviertel oder in Meidling? Also wenn ich frei habe, definitiv lieber im Waldviertel, aber ich fürchte zum Großteil der Zeit in Wien. Und Ihr Lieblings-Wiener Bürgermeister ist Michael Häupl oder Michael Ludwig? Naja, also es ist wahrscheinlich ein offenes Geheimnis, dass ich mir da eine andere Besetzung wünschen würde. Gut, das werden Sie wahrscheinlich nicht beantworten. Ob in der Zeit in Ihrer ersten Regierung mit Türkis-Blau als Regierungschef oder auch jetzt, wenn es in Wien was gibt, gibt es gleich eine Pressekonferenz. Wenn es zum Beispiel in St. Wolfgang einen Corona-Cluster gibt, gibt es keine Pressekonferenz. Mögen Sie Wien nicht so gerne? Naja, zum Ersten gab es viele Pressekonferenzen zu St. Wolfgang und zweitens, ist aber immer zu Wien nicht so viele. Zu Wien sehr viele, wenn es eigene Pressekonferenzen, dass es in Wien nicht gut läuft, sagen Sie. Ja, also sind wir noch bei den Entscheidungsfragen? Oder Nein, wir sind schon ausführlicher, aber nicht ganz ausführlich. Dann würde ich sagen, ich kann es sehr differenziert machen. Ich finde positiv, dass Wien irrsinnig stark testet. Wir haben in Wien mehr Tests als in vielen anderen Bundesländern, das ist gut. Wir haben in Wien aber auch sehr viele positive Fälle, das ist einfach ein Faktum. Mir ist wichtig, dass es einen guten Informationsfluss gibt zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Und ja, wenn der nicht stattfindet, dann wird man natürlich als Bundespolitiker manchmal auch ein bisschen unrund. In dieser wichtigen Zeit tritt im Wiener Wahlkampf Ihr Finanzminister, Gernot Blümel, ein sehr, sehr wichtiger Minister in dieser Zeit als Finanzminister, der macht jetzt Wahlkampf in Wien. Ist es wirklich verantwortungsvoll, dass man seine Zeit jetzt dafür aufwendet? Also ich kenne unser System in Österreich eigentlich nur so, dass
immer Personen, die ein öffentliches Amt bekleiden, auch gleichzeitig Spitzenkandidat bei einer Wahl sind. Ich war als Außenminister Spitzenkandidat bei einer Nationalratswahl. Christian Kern war Bundeskanzler und gleichzeitig Spitzenkandidat. Siehe da, der Wiener Bürgermeister schafft es, Bürgermeister und Spitzenkandidat zu sein. Also der Gernot Blümel ist jung und fit, der wird es auch schaffen, Finanzminister und Spitzenkandidat zu sein. In einer Corona-Zeit ist natürlich ganz was anderes. Da haben wir ganz große Herausforderungen in Österreich. Das gilt aber für den Bürgermeister genauso und der legt auch nicht sein Amt nieder in der Zeit des Wahlkampfs. Aber er ist natürlich Minister. Der Finanzminister ist natürlich eine wichtige Position. Ja, natürlich ist das eine wichtige Position, aber wir haben in Österreich das politische System, dass jemand, der eine öffentliche Position begleitet, die gleichzeitig ausübt, auch wenn ein Wahlkampf abläuft. Andere Länder haben andere Systeme. Man kann auch auf ein anderes System wechseln, aber ich fände es merkwürdig, das genau beim Gernot Blümel herauszugreifen. Also es ist kein Problem, wenn der Christian Kern Bundeskanzler und Spitzenkandidat war aber eine andere ist. Es ist Zeit, kein Problem, natürlich, wenn ich Außenminister und Spitzenkandidat bin. Und beim Gernot Blümel ist es ein Thema, das würde ich nicht ganz nachvollziehen können. Ganz kurz, Juniorpartner der SPÖ in Wien zu sein, ist das ein Ziel der ÖVP? Kommt immer aufs Programm an. Jetzt, glaube ich, geht es einmal darum, zu verhindern, dass die Sozialdemokratie in Wien eine absolute Mehrheit erreicht. Ich glaube, das wäre nicht gut für die Bundeshauptstadt. Wir haben als Volkspartei... Ist derzeit in den Umfragen auch nicht so drinnen. Naja, glauben Sie nicht allen Umfragen. Wir als Volkspartei wollen natürlich gestärkt werden. Wir wollen 15% erreichen, vielleicht sogar den zweiten Platz. Und dann werden Verhandlungen stattfinden. Herr Bundeskanzler, als Politiker in der Politik ist Inszenierung natürlich auch sehr wichtig. Sie haben auch immer einen eigenen Fotografen mit, den hatten Sie auch im Sommer mit. Da waren jetzt ganz viele von Ihnen. Ja, der ist heute aber auch da. Da gab es Fotos auch mit Ihnen, mit dem Herrn Bundespräsidenten beim Heurigen, Sie sehen es da hinten, mit Wein und mit den Sozialpartnern. Da waren Sie im Biergarten. Das war, glaube ich, sogar der Fotograf des Bundespräsidenten. Sie überlassen ja nichts gern dem Zufall, warum Wein beim Bundespräsidenten und Bier bei den Sozialpartnern? Also ich habe jetzt, glaube ich, fast all Ihre Fragen beantworten können. Da bin ich ein bisschen überfragt. Ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, aber ich glaube, im Schweizer Haus war es klar, ein Bier zu bestellen. Und beim Bundespräsidentenabend hat der Bundespräsident entschieden. Dann sind wir auch schon am Ende. Danke, Sebastian Kurz, fürs Kommen zu unserem Sommergespräch. Vielen Dank. Und hier geht's gleich weiter mit der ZIP 2 und Armin Wolf mit der Analyse dieses Sommergesprächs. Und um 22.30 Uhr dann bei Ingrid Thurnherr die Sommernachgespräche auf ORF 3. Diese Sendung können Sie auch als Podcast hören in den nächsten 4 Wochen. Ja, meine Damen und Herren, damit sind wir auch am Ende unseres Sommergesprächs. Zeit für mich auch Danke zu sagen. Danke Ihnen fürs Zusehen und für das große Interesse. Danke an das Team hier vor Ort, das diese Sommergespräche möglich gemacht haben. Unter Kurt Pongratz und natürlich danke dem ORF, der ORF Sommergespräche Redaktion und Matthias Schmelzer. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für den Herbst, einen schönen Abend und auf Wiederschauen. Die Pandemie und ihr politischer Umgang damit war aber natürlich auch heute Abend schon ein zentrales Thema im letzten ORF-Sommergespräch dieses Jahres mit ÖVP-Obmann Sebastian Kurz. Der hat sich ja vergangenen Freitag mit einer Grundsatzrede und mit Reihen-Interviews in den Wochenendzeitungen aus den Ferien zurückgemeldet. Politisch war die Corona-Krise für die ÖVP bisher keine schlechte Phase. Im Frühling kratzte sie in Umfragen sogar an einer absoluten Mehrheit. Aber auch jetzt liegt sie noch deutlich über ihrem Wahlergebnis vom letzten Herbst bei immerhin über 40%. Im Sommergespräch hat Kurz bekräftigt, dass sich die Corona-Situation nächstes Jahr beruhigen werde, nach einem schwierigen Herbst und Winter. Übermorgen, am Mittwoch, will die Regierung deshalb noch eine Verschärfung der Schutzmaßnahmen bekannt geben. Wir werden am Mittwoch definitiv noch einmal einen Schritt machen in Richtung hin
nachschärfen. Je näher wir dem Schulstart kommen, desto wichtiger wird sein, dass wir soziale Kontakte wieder reduzieren, dass wir Abstand halten, überall dort, wo es möglich ist, dass wir die Maske tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Je stärker jeder einen Beitrag leistet, desto besser werden wir durch den Herbst und den Winter kommen. Und es wird unser Ziel bleiben, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Sagt der Bundeskanzler, und wir wollen auch dieses Sommergespräch live hier im Studio analysieren, wie immer mit dem Politologen Peter Filzmeier. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Und heute auch mit der Innenpolitikchefin des Profil, Eva Linsinger. Guten Abend, danke fürs Kommen. Guten Abend. Frau Linsinger, wir können diese angekündigten Verschärfungen naturgemäß noch nicht beurteilen, weil wir sie A noch nicht kennen und B hier keine Epidemiologinnen sind. Aber wir können immerhin eine politische Analyse versuchen. Am Freitag hat Sebastian Kurz eine Rede gehalten, deren zentraler Satz war: Es ist Licht am Ende des Tunnels. Drei Tage später kündigt er schärfere Corona-Beschränkungen an. Wie passt das zusammen? Nicht wirklich, denn eigentlich hat Kurz seit Freitag einen Rollenwechsel vorgenommen. Vom Angstmacher der Nation zum Optimisten der Nation. Wir erinnern uns noch an den Satz vom Frühjahr: Bald wird jeder jemand kennen, der an Corona gestorben ist. Das hat nicht gestimmt, glücklicherweise. Ob der jetzige Optimismus stimmt, ob wirklich bald ein Impfstoff gefunden wird, ob wirklich im Sommer die Normalität zurückkehren wird, das weiß in Wirklichkeit niemand. Da herrscht das Prinzip Hoffnung. Jetzt gab es diese viel angekündigte Rede am Freitag eben mit Licht am Ende des Tunnels nach der Cassandra-Rolle vom Frühling. Jetzt heute, drei Tage später, nach auch den vielen Interviews am Wochenende, wie hat sich denn Sebastian Kurz da heute präsentiert, in welcher Rolle? Was den Herbst betrifft, war er natürlich schon der Mahner, aber viel weniger konkret als noch im Frühling oder im März und April vor allem. Er hat natürlich angesprochen, dass wir jetzt allgemein zusammenhalten müssen, dass jeder seinen Beitrag leisten muss. Das ist aber eine Bewegung auf die Metaebene. Das mag damit zusammenhängen, dass er hinsichtlich der genauen Maßnahmen nicht einen unsportlichen Frühstart heute gegenüber dem Koalitionspartner machen wollte. Man will es ja am Mittwoch erst avisieren. Aber es ist auch so, dass Sebastian Kurz schlechte Erfahrungen bisher gemacht hat als konkreter Maßnahmenankündiger. Denn da war die Rede von 15.000 Tests pro Tag im März. Da haben wir bis heute keinen einzigen Tag erlebt, wo wir so viele hatten. Es war im Tourismus die Rede von 65.000 Tests pro Woche. Es war nicht einmal im Monat so viel. Und was den Zukunftsoptimismus betrifft, da kann ich schon zustimmen. Da allerdings riskiert er etwas, als möchte gern Virologe. Denn die Prognosen für den nächsten Sommer dürften wohl eher schwierig sein. Und vor allem ist es auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Denn zum Glück haben viele Vorhersagen von Sebastian Kurz bisher nicht gestimmt. Die 100.000 Toten haben nicht gestimmt. Und dass jeder jemand kennt, der an Corona verstirbt, bei ca. 730 Toten, da müssten wir alle, jeder von uns dreien, aber auch inklusive Babys in Österreich, ein Bekanntenkreis von 15.000 bis 20.000 Menschen haben, damit sich das ausgeht. Eine konkrete Ankündigung hat der Kanzler trotzdem gemacht: Es werde keine Corona-Impfpflicht im Land geben, hat er neuerlich klargestellt. Er selber werde sich allerdings impfen lassen. Und nachdem der Verfassungsgerichtshof im Sommer zentrale Corona-Verordnungen, vor allem die berühmten Ausgangsbeschränkungen, aufgehoben hat, wurde Kurz heute auch gefragt, ob er nach wie vor zu seiner berühmten Formulierung von den juristischen Spitzfindigkeiten stehen würde. Also die Formulierung war sicherlich nicht ideal. Wir waren damals alle in einer Stresssituation. Auch wenn Sie juristische Meinungen einholen, auch wenn Sie juristische Gutachten einholen, dann ist es oftmals so, dass Sie keine Garantie haben, ob das am Ende des Tages vom Verfassungsgerichtshof hält oder nicht. Das heißt, zusammenfassend würde ich sagen, ich glaube, das Gesundheitsministerium hat sich stets bei allen Verordnungen und Gesetzen redlich bemüht. Die Formulierung war sicher nicht ideal. War das für Kurz'sche Verhältnisse schon das öffentliche Eingeständnis eines Fehlers? Für Sebastian Kurz war das eine Entschuldigung oder sogar ein Kniefall oder ein Ganossergang. Denn bisher hat er Fehler selten eingestanden. Ich erinnere an einen Besuch von ihm im kleinen Walsertal, wo ihm dann mangelndes Abstandhalten, nicht ihm persönlich, aber dort vor Ort vorgeworfen wurde. Da hat er eher mit einem Rundumschlag gegen Journalisten reagiert. Er ist ja anders als Gesundheitsminister Anschober, aber auch als die deutsche Bundeskanzlerin Merkel, die Wichtigkeit von Fehleranalysen betonen. Ich hielte das aber auch hier noch mehr in die Tiefe gehend für wichtig, denn nicht, wie Sebastian Kurz gesagt hat, unterschiedliche Rechtsmeinungen auf akademischem Niveau sind das Problem, sondern das Problem war ein anderes. Die Verordnung der Bundesregierung, des Gesundheitsministeriums, hat dem Gesetz widersprochen, und zwar jenem Covid-Gesetz, das dieselbe Bundesregierung unter der Führung von Sebastian Kurz ja selbst im Ministerrat auf dem Weg ins Parlament gebracht hat.
gemacht hat. Also man hat sich selbst widersprochen und nicht die Juristen auf akademischer Ebene. Jetzt war ja an dieser Passage, die wir gerade gesehen haben, noch eine Formulierung sehr interessant, nämlich das Gesundheitsministerium hat sich stets redlich bemüht. Wenn das ein Arbeitgeber in ein Dienstzeugnis schreibt, hat sich stets redlich bemüht, dann ist das eine Umschreibung für Schulnote 4 bis 5 ungefähr. Sowas passiert Sebastian Kurz doch nicht, oder? Natürlich nicht. Das war eine gar nicht besonders subtile Umschreibung für Enet, aber leider unfähig. Und da steckt natürlich eine Strategie dahinter. Schon seit einiger Zeit ist zu beobachten, dass die ÖVP versucht, für alle Fehler im Corona-Management Rudolf Anschober verantwortlich zu machen. Und das hat natürlich einen Hintergrund, nämlich sehr, sehr lange Zeit, 2484 Tage lang, war Sebastian Kurz der beliebteste Politiker Österreichs. Jetzt hat ihn Rudolf Anschober überholt. Kurz hat immer noch gute Werte, also er hat quasi Sorgen auf hohem Niveau, was für ihn ein kleiner Karriereknick ist, wäre für andere Politiker die Krönung ihrer Beliebtheitswerte. Ihn macht es aber sichtlich nervös. Er ist Gegenwind nicht gewohnt. Er hat auch wenig Routine, mit Gegenwind umzugehen, und das zeigt sich Konsequenzen. Es wird sehr konsequent versucht, Rudolf Anschober für alle Fehler verantwortlich zu machen, ihm kein Terrain zu überlassen. Und das ist in der Form auch wieder nicht ganz richtig, weil Rudolf Anschober ist nicht an allem schuld, wenn auch manche Verordnungen haarsträubend waren. Man muss aber dazu sagen, der Kanzler hat den Gesundheitsminister nie namentlich oder persönlich in dem Gespräch attackiert. Er hat auch mehrfach betont oder direkt betont, die Zusammenarbeit mit den Grünen sei sehr, sehr gut und sein persönliches Verhältnis mit Vizekanzler Kugler ebenfalls. Aber auch in einer anderen Passage war ganz interessant, wie die Grünen davor kamen. Als Kurz nämlich nach dem Ibiza-Urausschuss und dem viel kritisierten Postenschacher in der türkis-blauen Koalition gefragt wurde. Ich mache nicht bei dem Spiel mit, dass jede Personalentscheidung, wenn es ein Roter oder ein Grüner ist, eine gute ist. Und wenn eine bürgerliche oder eine FPÖ-Entscheidung getroffen wird, dass das dann problematisch ist. Das klingt auch ein bisschen nach einer kleinen Spitze gegen den Koalitionspartner, oder? Definitiv. Und natürlich ist Kurz ein hervorragender Kommunikator und beherrscht es, Kritik auch so zu verpacken, dass sie wie eine Freundlichkeit daherkommt. An dieser Passage fand ich zwei Dinge bemerkenswert. Erstens zeigt es, dass das Verhältnis in der Koalition rauer wird, statt dem Besten aus beiden Welten versucht eher jeder das Beste aus seiner eigenen Welt zu machen. Auch der Gesundheitsminister hat eine eigene Erklärung angekündigt jetzt zum Corona-Maßnahmen. Und das Zweite ist, natürlich ist der Ibiza-Ausschuss für die ÖVP unangenehm. Es käme ja sehr gelegen, wenn das ein alleiniger FPÖ-Skandal wäre. Das stimmt aber nicht so, weil immer mehr Dinge an die Öffentlichkeit dringen. Es war im Sommergespräch auch Thema über ÖBAG-Chef wie Thomas Schmid. Und dann wird auch im Herbst Thema sein, was wusste die ÖVP, wer war da eingebunden? Da kommt natürlich die Strategie sehr gelegen, das machen ja alle und wir machen das auch so, ist ja nicht gar so schlimm. Tatsächlich wurde ja schon im Sommer jetzt viel über den Urausschuss berichtet und das war nicht alles erfreulich für die ÖVP, eher im Gegenteil. Trotzdem scheint es der Partei und ihrem Vorsitzenden in den Umfang nicht zu schaden. Warum nicht? Eva Linsinger hat es indirekt angesprochen, bei den Themen im U-Ausschuss wie Postenschacher oder auch fragwürdige Auftragsvergaben durch die Regierung ist die klare Mehrheitsmeinung, die, nämlich die politischen Parteien, sind ja alle so, sobald sie Regierungsmacht haben. Das ist übrigens auch wissenschaftlich bewiesen, nicht nur Volksmund. Es gibt eine Langzeitstudie von politikwissenschaftlichen Kollegen an der Universität Wien seit den 90er Jahren, die beweist, dass wohl nicht ganz zufällig die Schwarz-Türkisen, die Roten und auch die blauen Ernennungen für Posten und Pöstchen, genauso wie Auftragsvergaben im jeweils eigenen Umfeld, statistisch zugenommen haben. Und warum jetzt Rot-Grün? Also, dass Sebastian Kurz als gemeinsamen Gegner der Regierung die Sozialdemokratie findet, ist klar, wobei es da genug Postenschacher gab und auch genug Vorwürfe an die. So wunderlicher ist natürlich das Grün. Eine mögliche Erklärung ist aber auch, er war gedanklich schon beim Wien-Wahlkampf, denn da ist der Gegner der ÖVP Rot-Grün. Und er hat nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass heute auch die Verkehrsministerin, die grüne Verkehrsministerin Asfinag, Aufsichtsräte ausgetauscht hat. Aber jetzt nochmal zurück zum Gespräch. Abgesehen von den schärferen Corona-Maßnahmen, die am Mittwoch verkündet werden sollen, hat Kurz versucht, irgendwelche Themen zu setzen im Gespräch?
Weniger, und das fand ich vor allem in einem Bereich sehr erstaunlich. Die ÖVP ist ja eine traditionelle Wirtschaftspartei. Jetzt ist die Wirtschaftslage, wie wir wissen, alles andere als rosig. Es herrscht Rekordarbeitslosigkeit. Und da kam fast erstaunlich wenig und wenig Konkretes. Und das weist, glaube ich, schon auf ein tiefer liegendes Problem hin. Kurz selbst hat hervorragende Werte, ist auch sehr beliebt und gut im Auftreten. Aber er hat ein erstaunlich schwaches Regierungsteam um sich, das viel neben der FPÖ nicht so sehr auf, neben Chaosministern wie Beate Hattinger-Klein oder auch Rechnerrabauken wie Herbert Kickl war relativ leicht glänzen. Jetzt treten diese inhaltlichen Schwächen erstaunlich deutlich zutage. Und das, glaube ich, hat schon auch den Grund, dass die Ministerinnen und Minister nach einem anderen Prinzip ausgewählt wurden. Es zählte weniger die Fachkompetenz oder auch die politische Verankerung, sondern eher die Loyalität zu Sebastian Kurz. Und das zeitigt in so einer Wirtschaftskrise eben jetzt Konsequenzen und Folgen. Also ohne, dass wir jetzt die verschiedenen Minister und Ministerinnen inhaltlich bewerten wollen, was schon auffällt, ist, dass in den letzten Monaten die mediale Kritik an der ÖVP-Regierungsmannschaft stark gewachsen ist, von der Familienministerin über die Verteidigungsministerin bis hin zum Finanzminister. Kann das zum Problem werden für Kurz? Nur bedingt, denn wenn man die Wahlen sowohl 2017 wie 2019 heranzieht, gab es im Wesentlichen drei Motive für ÖVP-Wähler: Kurz, Kurz und Kurz. In verschiedenen Varianten als Person an sich oder er soll Bundeskanzler werden beispielsweise. Es mag es schon sein, dass er derzeit sehr wenig Flankenschutz erhoffen kann aus seiner Minister- und Ministerinnenriege, aber er selbst sieht es ja wahrscheinlich ganz anders. In der Koalition davor, SPÖ, ÖVP, wenn der Minister in einer starken Persönlichkeit und einem starken Imageprofil waren, dann haben sie den ÖVP-Vizekanzler und Parteichef eher abgesägt. Einer dieser Minister war nämlich Sebastian Kurz selbst. Auch in diesem Sommergespräch ist es gegen Ende natürlich um die Wien-Wahl am 11. Oktober gegangen, bei der die ÖVP ja nach dem Debakel vor 5 Jahren diesmal in Umfragen sehr gut dasteht. Aber der ÖVP-Chef hat da heute ziemlich tief gestapelt. Jetzt, glaube ich, geht es einmal darum, zu verhindern, dass die Sozialdemokratie in Wien eine absolute Mehrheit erreicht. Ich glaube, das wäre nicht gut für die Bundeshauptstadt. Wir als Volkspartei wollen natürlich gestärkt werden. Wir wollen 15% erreichen, vielleicht sogar den zweiten Platz. Und dann werden Verhandlungen stattfinden. Das war doch überraschend bescheiden, oder? Das ist Erwartungsspiel-Limbo schon, denn die ÖVP lag auch schon bei Umfragen im Bereich einer Verdoppelung. Das wäre also 20% oder sogar deutlich darüber. Wenn der Wahlkampf noch länger dauert, sagt sie wahrscheinlich, wir wollen nur dazugewinnen von 9% auf 10%. Man sucht aber auch einen Gegner, nachdem die Regierungschancen der ÖVP nicht besonders groß bis nicht existent in Wien sind. Dann ist natürlich die SPÖ absolute ein Gegner, den man sich gerne auch herbeiredet. Es ist aber nicht ganz auszuschließen, denn die große Unbekannte ist die Wahlbeteiligung. Wir hatten in Wien zuletzt eine Wahlbeteiligung von 75%. Es war aber auch schon mal eine Wahlbeteiligung herunter auf an die 60%. Gleichzeitig entscheidet sich ein Viertel der Wählerinnen und Wähler erst in der Intensivphase des Wahlkampfs, der noch nicht wirklich begonnen hat. Also alles ist da schon noch möglich. Für die SPÖ ist die Wienwahl elementar wichtig. Wie wichtig ist sie denn für die ÖVP? Weniger wichtig. Sie hat im Unterschied zur SPÖ wesentlich mehr Machtzentren. Die Wienwahl ist für sie fast bequem, weil nach dem Debakel der letzten Mal, wo sie bei knapp 9% lagen, kann sie diesmal eigentlich nur dazu gewinnen. Dass sie auch mit einer Regierungsbeteiligung der ÖVP endet, ist rasend unwahrscheinlich nach dem derzeitigen Wissensstand. Und vielleicht wäre das für die ÖVP auch gar nicht so toll, denn dann käme ja doch das beliebte Feindbild Rot-Grün in Wien abhanden, mit dem sie doch ganz gern operiert. Evelyn Singer, bitte vielmehr. Vielen Dank für die Analyse. Danke sehr.